Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. So, das nehmen wir mit. Südhorn nehmen wir mit, wenn wir schon dabei sind. Dreimal Südhorn. Hartholz bekommen wir auch. Tasche voll, du kannst nichts mehr nehmen. Ah ja, ist klar. Ist ja nichts Neues. Wir müssen sowieso demnächst mal gucken, dass wir mal ein bisschen wieder unsere Beutetasche erweitern. Damit wir ein bisschen mehr sammeln können unterwegs. Kann ich hier nicht einfach außen rum gehen, anstatt den Kletterhaken zu benutzen? Ach, guck mal einer an. Da wäre ich jetzt glatt einfach reingelaufen. Nee, ich wollte nicht. Ich wollte eigentlich so wechseln. Um mal so ein bisschen zu gucken. Tatsache. Das sind Gegner, ne? Nein, was mache ich denn? Ich bin so hohl. Ich bin schon wieder so schlau. So, warte. Sollen wir mal ein bisschen hier ausbaldowatschen. Ausbaldowern. Das Lager. Oh, was ist denn? Snai? Ah, was? Krokodil? Was? Okay. Ist auch noch jemand? Da ist noch ein Pflänzchen. Okay. Soweit haben wir alle, ne? Sind in den Gebäuden noch welche drin? Was markiert der denn hier alles? Ach, da sind die Steine, die wir wahrscheinlich brauchen. Okay. Ja, da müssen wir mal gucken. Dann schauen wir mal. So, pass auf. Hier besondere... Okay, wir müssen auch noch 3 Stück von finden. Verdammt. Am besten wäre einfach reinschleichen, die Steine sammeln und rausschleichen. Wenn das geht. Was ich aber sehr stark bezweifle. Vor allem das Geile ist, da ist noch ein Krokodil im Wasser, haben wir gerade gesehen. Ich habe da so ein bisschen meine Muffen, dass ich, wenn ich's... Oh Gott. Wenn ich versuche, durchs Wasser zu gehen, dass ich da angegriffen werde und wahrscheinlich instant tot bin. Deswegen versuche ich einfach mal mein Glück mal einfach so mit reinschleichen. Ich schicke ihn mal weg, unseren kleinen Gizmo-Freund. Ich würde das gerne mal ein bisschen alleine, obwohl es bringt ja auch ein paar XP-Punkte, wenn wir einen Bestienkill machen, ne? Wir haben auch einen Jägerblick. Ich will gar nicht wissen, was hier im Gewässer... Oh, guck mal. Oh, wie süß. Oh, flupp. Weg sind sie. Na, lass mich doch mal durch. Hallo. Machen sich breit, weißt du? Gibt's doch gar nicht. Ertrinkende Hütten. Ort entdeckt. Da ist sogar ein Gepanzerter. Oh Gott. Die dürfen mich nicht sehen. Ich traue mich gar nicht hier zu schwimmen. Bleibe ich denn in der Gedukthaltung? Ja, bleibe ich. Okay. Ist nur schon mal so. Ich weiß, dass da vorne irgendwo ein Stein war. Kann das sein? Nee. Wo war das Krokodil gewesen? Das schwamm hier irgendwo. Ich habe da so ein bisschen meine Sorgen, was das anging. Okay, verdammt, wo ist der verkackte Stein? Der war doch hier irgendwo. Oder? Wieso zeigt er mir diesen Stein nicht an? Was ist das denn? Ach, das sind Pflanzen. Ich dachte schon. Uah. Okay, die sehen mich fast. Ah, hier ist ein Stein, glaube ich. Kann das sein? Ja, geil. Ah, da müssen wir mal gucken, wo wir noch einen finden. Ah, die sind also rot markiert. Okay. Ist natürlich die Frage, wo finden wir noch jemanden? Noch jemanden vor allen Dingen. Noch einen Stein? Die sind, so wie ich mein Glück kenne, sind die sowieso im Lager versteckt. Und der eine ist da hinten, habe ich gesehen gehabt, glaube ich. Was macht er denn da? Dubstep. Wow. Volle Dubstep-Fan. So. Okay, pass auf. Gehen wir mal außen rum. Werden sie es ja nicht merken, wenn ich hier mal so ein Ründchen schwimme. Ohne natürlich, dass ein Krokodil kommt oder sowas. Wäre natürlich feierlich. So. Was ist das da? Achso, okay. Ach, da oben ist auch noch was. Können wir auch noch hochklettern.
Ah, guck mal, hier ist noch ein Stein. Den sammle ich mal schnell. Na, nimm doch den Stein auf, verdammt. Ob wir die Mission auch abschließen können, ohne jemanden zu töten? Würde ich mich mal brennend interessieren. Alter, guck mal, der da oben wieder mal abgeht. Yeah, Hashtag Agrobein, Hashtag Agrobein. Okay, der könnte uns gefährlich werden. Aber geil, wenn der jetzt weg wäre, natürlich auch. Fällt doch nicht auf, oder? Wenn der fehlt, oder? Der wieder mit seinem Bein da oben. Ja, wenn der den sieht, ist natürlich doof, der gepanzerte. Und hier um die Ecke, meine ich, steht auch... ist auch der Stein. Ich würde es gerne mal probieren. Gut, einen haben wir natürlich jetzt erledigt. Aber ob das wirklich funktioniert ohne jemanden? Weil hier irgendwo muss der Stein liegen, glaube ich. War ja klar, dass ein Stein mitten in der... mitten im Dings liegt. Mitten in der... im Lager. Was wäre das auch für ein Lager, wenn es nicht so wäre? Ja, man kann sich sogar um die Ecke lehnen, wie geil. Jetzt sitzen die da auch noch und quasseln. Ja, bei dem ist das Problem, der... den kriegen wir mit einem, kriegen wir den nicht tot, außer vielleicht mit dem Speer. Mit dem Speer würde das natürlich gehen. Genau wie den da oben. Ganz gefährlich, was ich jetzt gemacht habe, aber ich probiere es. Ich könnte natürlich einfach auch die Hütten hier anzünden. Das wäre voll eine geile Idee. Aus weiter Ferne einfach die Hütten anzünden. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen in der Bredouille, dass ich hier einfach lang gegangen bin. Und mitten im Dings stehe. Ich zünde jetzt einfach die Hütten an, pass auf. So, jetzt hau ich ab. Ciao. Ihr Affen. Mal gucken, was sie jetzt machen. Mal gucken, was die jetzt machen. Würde mich mal interessieren, brennend. Huch, hallo. Ob die jetzt versuchen, das Feuer zu löschen? Zünd einfach die Bude an, ey. Dann brennt der da oben. Ach, guck mal, wie der runterrennt. Feuer! 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 Irgendwas wird ja passieren. Vielleicht sterben die ja durch das Feuer dann gleich. Oh, 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 oh. Das Feuer breitet sich ja aus. Das ist ja das Schöne dabei. Das heißt also, die müssen ja quasi sich dann jetzt verteilen. Ne? Ich bin manchmal nicht so doof, wie ich aussehe. Ich will das einfach nochmal ausprobieren. Fackelt doch mal ab, Jungs. Das gibt's doch gar nicht. Den kriegen wir sowieso nicht mit dem Bogen. Den erst recht nicht. Warum breitet sich das Feuer nicht aus bei denen? Das gibt's doch gar nicht. Guck mal hier, weißt du, brennt schon der Baum, aber da hinten brennt gar nichts. So lächerlich. Jetzt zünde ich einfach die ganze Bude an, wirst du sehen. Mal gucken, was sie dann machen. Wo sie dann hinrennen. Ob sie dann immer noch irgendwo hinrennen? Bringt gar nichts. Toll. Habe ich hier voll die Dings verschwendet, voll die Bögen oder die Pfeile. Na toll. Okay, pass auf. Machen wir es anders. Ich dachte, das klappt irgendwie. Aber jetzt haben wir sie ja vertrieben, ne? Könnten ja theoretischerweise jetzt natürlich ins Lager, weil da liegt der Stein. Ah, guck an, da liegt der Stein. Wie geil. Das heißt, man könnte sie theoretischerweise, könnte man sie verjagen. Haben wir ja... haben wir ja gemacht. Und jetzt einfach nur weg hier. Einfach nur weg hier. Boah, wie geil. Wir haben nur einen erledigt. Wir haben sie vertrieben aus ihrem Pissdorf. Die fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum Feuer? Warum Feuer?
Und ja, wir sind einfach schön raus aus der Nummer. Das ist natürlich sehr geil. Man klettert doch da raus. So. So. So, jetzt aber. Gehen wir mal zu Urki. Zu Urki. Auch ein toller Name. Na schön ist, wir haben wirklich nur einen. Wir haben einen einzigen. Erledigt. Das feiere ich ein bisschen. Guck mal hier, schon wieder Südhorn. Ist nachgewachsen. Dauert nur ein paar Stunden, dann ist es schon wieder da. So, ich hoffe, jetzt kommt unterwegs kein Säbelzahntiger uns entgegen. Das wäre natürlich nicht so schön. So. Da klettern wir nochmal hoch. So, jetzt. Na komm. So. Hallo, ich hab Steine mit. Ich hab Steine. Oh, Gurste, gute Qual. Urki Shash Kauti Daha. Urki Yimela. Oh Mann, wenn der nicht einer eine. Uguama, gute Qual. Was hat er denn da? Count Warshu! Bow Bow! Urki Waru Yaha! Okay. Urki Chamsha! Ich soll wirklich einen Speer werfen. Was? Nein, was wollte ich nicht? Lebt er noch? Was? Ist der bescheuert, Alter? Ich kann doch nicht, Alter. Ist der Matsch in der Birne? Was ist mit dem nicht in Ordnung? Und. Alter, nimm das aus dem Bild. Für die Damen. Ich glaube, der lebt noch. Oh Gott. Ich hoffe, das gibt keinen Strike bei YouTube. Alter, war das eklig. Einfach mal so ein Dödel da im Bild zu haben. So, pass auf. Wo gehen wir als nächstes hin? Machen wir den Außenposten hier drüben mal? Ja, würde ich sagen. Gehen wir mal hin. Würde ich sagen, gehen wir mal darüber. Da können wir den Weg hier geradeaus runter und dann links. Ja, ich glaube, ich gehe mal den sicheren Weg. Safety first. Alter, wie ist das? Ist der eigentlich bekloppt, dass wir den mit dem Speer bewerfen sollen? Hat er eigentlich eine Klatsche? Und dann zeigt er uns noch seinen hässlichen Dödel. Ich glaube es ja wohl. Der hat auch ein bisschen gelitten, der Kerl. So. Lalala. Das hat mich jetzt seelisch geschändet, muss ich sagen. Das hat mich echt seelisch. Oh Gott. Das hat mich jetzt ein bisschen. Was? Schmeißt er mich einfach runter? Will er mich verarschen? So, ciao. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Gut. Hä? Ist das hier? Alter, geh dich mal rasieren, wie du aussiehst. Was wollte ich gesagt haben? Alter, schubst der mich einfach mal da runter, der Dings. Jawohl, einen neuen Dorfbewohner. Was sollte ich denn? Irgendwas wollte ich gesagt haben. Achso, wir wollten mal ins Baumenü. Ja, die Fähigkeiten. Nee, Handwerk. Ich wollte mal schauen, was kostet denn hier so eine Tasche? 50% mehr Rohstoffe. Was brauchen wir denn da? Tapirhaut. Das wäre natürlich sehr geil. Bombengürtel, nee, Wurfspeergürtel. Die Splitter, die werfe ich so gut wie gar nicht. Genau wie die Dings. Hey, Jägergürtel, Keulengürtel. Keulengürtel, wie sich das anhört. Tapirhaut. Pass auf, wo kriegen wir denn Tapir her? Wo haben wir denn Wollnashorn? Da ist ein Tapir. Ach, guck mal eine an.
Da gehen wir jetzt mal hin. Wir gehen auf die Jagd. Wir gehen auf die Jagd. Denn ich würde gerne ein paar mehr Ressourcen für unterwegs mitnehmen. Weil es nervt ein bisschen. Geh doch! Einfach! So. Erstmal anfassen. So, was hat er denn hier? Ach, eine Nebenmission, ne? Takar, biswasar mukwa izila bidramamas. Mawada chauham radramana waida. Izila sanja. Umiswasar waida. Racham. Okay, wir müssen ihre Schwester finden. Mission. Was? Was? Wo? Wer? Was? Wo? Ich helfe euch. Kein Problem. Was? Wo? Wo denn? Ah, da hinten. Ich sehe es, ich sehe es. Ich helfe euch. Wartet, ich helfe euch. Wartet. Ich helfe euch. Ich werde euch helfen. Ich werde euch helfen. Keine Bange, die tun euch nichts. Ich werde euch helfen. Ich werde euch helfen. Ich werde euch helfen. So. Ich habe euch geholfen. Die sind weg. Die sind tot. Ihr braucht euch keine Gedanken machen. Ihr braucht euch keine Gedanken machen. So. Ciao. Ich muss weiter. Takas Reise geht weiter. So. Was nehmen wir noch mit? Rotblatt? Ich musste mal ein bisschen hier... Hä? Nehmen noch mit. Hallo? Ja, ich musste mal ein bisschen helferisch hier sein. Ich kann ja nicht hier, ne? Die so im Stich lassen. Dafür bin ich ein gutmütiger Mensch. So. Ach, wir können mal unseren Helfer wieder rufen, unseren kleinen Gizmo. Gizmo. Ich hoffe, die Tapis sind immer noch auf der Karte da. Weil ich kann mich entsinnen, dass die Karte sich mal zwischendurch geändert hat. Wahrscheinlich am Tage oder so. Oder beziehungsweise, wenn der Tag vorbei ist, ändert sich das irgendwie ein bisschen. Naja, nun gut. So. Tralalalali, tralalalala. Ich laufe hier mal ganz schnell durch den Wald. Denn im Wald ist mir immer kalt. So, nebenbei gesagt bin ich gerade sogar noch das neue PlayStation Plus Spiel heute am Downloaden. Denn die neuen PlayStation Plus Spiele sind raus, da könnt ihr ja sehen ungefähr, wann ich das aufgenommen habe. Ja, das Zombie-Spiel, das hatte ich ja damals für die Wii U gehabt. Ist ja so ein Remake der Wii U. Ist jetzt auf der PlayStation rausgekommen, Zombie. Ich fand's auf der Wii U damals richtig geil mit dieser Touchpad-Innovation und alles. Das war schon verdammt geil. Das hat mir sehr gefallen, deswegen lade ich es mir mal runter, mal zu gucken, ob das immer noch so gut spielbar ist. Werde ich wahrscheinlich auch... Wo sind denn die Leichen? Ja, Gizmo trinkt ein bisschen Wasser. Und badet sich anscheinend sehr gerne. Was? Aua! Alter! Hau ab, Alter! Hau ab! Ja, machst du. So, soll die Katze hinkommen? Weißt du, er steht da gefesselt, weißt du, so eine Wildkatze einfach um ihn rum, scheißiger. Oh, was? Ich dachte, ich greife den gar nicht an. Ich dachte, oh gut, wir hätten den natürlich jetzt auch stehen lassen können, aber wir brauchen für unsere Bevölkerung. Alter. Wie mies die Katze, und der steht einfach gefesselt da. Ach ja, tu mir mal was. Wie mies. Ich hab gedacht, mein Gott, komm, ey, das ist ja irgendwie das, puh. So, Tapir. Dann können wir das nämlich craften. Dann können wir ein bisschen mehr auch mitnehmen für unterwegs. Unsere Ressourcen sammeln, weil ich ja wie gesagt nicht mehr an die täglichen Belohnungstasche dran gehe. Gegner? Nein, keine Gegner. Mitglieder unseres Stammes. So, wir sind glaube ich richtig, ne? Ja, hier sollen Tapirs rumlaufen. Dann müssen wir mal gucken. Wir haben auch mal so einen Speer nehmen. Ich glaube, zum Jagen ist ein Speer, glaube ich, sogar besser wie ein Bogen und eine Keule. Das arme Hühnchen. Gut, habe ich auch gemacht. Aber wo sind hier die Tapirs am Rumlaufen? Ist das ein Tapir?
Tapir, Tapir, Tapir. Ist das ein Tapir? Nein, das sind Ziegen, ne? Ziegen, 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 Ziegen. Da ist ein Stein, den sammeln wir noch mit auf. Südstein. Habe ich mir jetzt erschrocken. Gizmo, schreck mich doch nicht so. Komm mal her. Lass dich mal, hallo? Hallo? Lass dich mal streicheln. Ja. Ja, du bist doch ein ganz feiner. Ja, ganz brav. So. Wo finden wir Tapir? Die müssen doch hier irgendwo... Leben Tapir nicht hier so ein bisschen bergig? Also leben die so oben so auf dem Berg so ein bisschen? Kann das sein? Mach mal den Wegpunkt weg. Auf jeden Fall müssen die hier irgendwo sein. Bis jetzt sehe ich noch keinen. Hier oben ist eine gute Aussichtsplattform eigentlich, um zu schauen, ob hier irgendwo ein Tapir spawnt. Aber momentan noch nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter suchen. Feuersonnenkreis in Ort entdeckt. Aha. Wo denn? Hier oder was? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hier. Hier scheint wieder Action zu sein. Irgendwo. Das sind keine Tapir. Das sind wieder Ziegen. Hier ist wieder Südhorn. Das nehm ich natürlich mit. Geh weg. Lass mich. Lass mich. Das gibt's doch gar nicht, dass hier keine Tapirs sind. Das ist so wie damals mit den Yaks. Kannst du dich noch dran entsinnen? Mit den Yaks war das genau so ein Hin und Her. Dann hast du mal einen gesehen, weißt du? Und dann, wenn er keinen braucht, ne, dann sind da auf einmal 100 Stück am rumlaufen. Oder auf einmal urplötzlich sind die Yaks im ganz anderen Gebiet gewesen. Das war so mies. Ach, guck mal, wie die sich hier ansiedeln. Unser Volk. Wie geil. Feier ich irgendwie. So, wo müssen wir denn... Jungs. Entschuldigung, bitte. Entschuldigt, bitte. Hallo? Nein, der macht sich gerade die Schuhe sauber. Entschuldige, wo finde ich Yak? Hallo? Wo finde ich einen Yak? Alter, rasier dich mal. Ja. 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 Was macht er da? Warum wollte der sich gerade so bücken? Tigri! Tigri! Guck, wie abhaut. Los, hinterher, Gizmo. Den machen wir fertig. Den machen wir fertig. Den kriegen wir. Tigri. 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 Alter. Weißt du, die machen gar nichts. Sie stehen doof rum und brüllen. Tigri. Jawoll. Sehr schön. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. So. Jetzt müssen wir aber trotzdem immer noch unsere Tapir-Haut finden und alles. Wo ich immer noch am Verzweifeln bin gerade. Ist da ein... Da ist schon wieder ein Tigri. Ja, den könnt ihr jetzt alleine. Ist mir egal. So. Hab keine Zeit für euren Scheiß. So. Pass auf. So, wo finden wir denn hier Tapir? Das gibt's doch gar nicht. Jagdschwierigkeit leicht. Ach, ein kleines Säugetier, das sich nur bei Nacht herauswagt. Toll. Wie spät haben wir das denn? Kann man das irgendwie sehen? Wir haben Tag. Super. Ganz, ganz großes Kino. Dann können wir ja eigentlich auch hier den Außenposten machen und dann auf den Rückweg quasi. Pass auf, dann gehen wir hier. Obwohl, es wird gerade Nacht, ne? Ich glaube, die Sonne geht gerade unter, oder? Kann das sein? Kann das sein, dass die Sonne... Ich glaube, ja. Pass auf, dann verharren wir noch ein bisschen hier. In der Hoffnung, dass es jetzt gleich Nacht wird.